Servus. Für meine Tochter, der ich später mal erzählen kann, ihr Vater war ein Ehrenmann. Mit diesem Bushido-Zitat aus dem, glaube ich, ist, glaube ich, tatsächlich der meistgeklickte Deutschrap-Diss-Track aller Zeiten. Leben und Sterben des? Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Leben und Tod, okay. Möchten wir euch herzlich begrüßen zur ersten großen Live-Ausgabe von Gemischtes Hack. Mir gegenüber, diesmal nicht auf meinem iPad, sondern auf einem Stuhl, der ihm nicht steht. Sieht aus wie ein Rollstuhlfahrer tatsächlich. Ich bin, ja. So ein bisschen. Das stimmt. Tommy Schmidt, ein Applaus für Tommy Schmidt, bitte. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Hey, gerne, Tommy. Ja. So sehen also Menschen aus, die sich Karten für eine Veranstaltung holen, auf der sich zwei Menschen unterhalten. Hey, großen Applaus natürlich auch für Felix Lobrecht. Ja, danke schön. Haben wir, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, ist ein bisschen komisch, heute hier aufzunehmen. In so einem kleinen Raum. Ich nehme ja sonst immer in meinem Wohnzimmer auf. Und ist irgendwie ein albernes Setting, aber schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben absolut nichts vorbereitet. Beziehungsweise, wenn man den Unterschied zwischen Tommy und mir erklären will, möchte ich auf unsere Notizen verweisen. Ich habe 5 Stichpunkte, Tommy hat 5 Seiten. Ja. Tommy hat einfach 5 aber Seiten. Tommy hat Screenshots abfotografiert und ausgedruckt. Ich hab sie mir per Smartphone, per Mail an den Computer geschickt, um sie dann auszudrucken. Aber das hat Gründe, weil das erklärt sich eigentlich später. Ich weiß es nicht. Die Rubrik verkopfte Lifehacks. Also Lifehacks, die nicht funktionieren, von ein paar Hörern, die etwas kurios sind. Richtig unangenehm, wenn irgendeiner von den Lifehack-Sendern heute hier sitzt. Ja. Einfach dachte so, ja, das war eine geile Idee, was ich Tom wieder geschickt habe. Da hat er sich richtig gefreut. Dann wird er hier bis auf die Knochen blamiert. Wie die Frau in der vorletzten Folge, die uns geraten hat, es wäre doch ein toller Lifehack, wenn man in einen Club geht, eine Ikea-Tüte mitzunehmen und alle Jacken da rein zu tun, dann müsste man nur einmal Garderobe zahlen. Also das ist eine... Das ist richtig geil, wenn du so eine Frau... Komm gut an. Wenn du so eine Frau aufreißt und dann so, ich muss nur ganz kurz an der Ikea-Tüte kramen und dann wirst du mal richtig gefickt. Ja. Ja. Sowas zum Beispiel. Zum Beispiel. Naja. Klassisches. Wie geht's dir, Tommy? Gut. Ich bin, darf ich so ehrlich sein und sagen, dass ich aufgeregt bin? Ich glaube, ich war das letzte Mal auf einer Bühne, da habe ich Moses gespielt, der 9. Klasse. Ernsthaft? Ich habe ja extra den Weg hinter die Bühne gesucht und jetzt sitze ich hier. Wie war das Feedback auf deinen Moses-Auftritt damals? 3-. Das ist ziemlich schwach, oder? Ja. Und ich habe nicht mal so ein stummes Theaterstück. So. Ich muss nicht mal was sagen, habe 3- bekommen. Also. Wer war Moses nochmal? Ist es der das Meer geteilt hat? Ja. Okay. Puh, das weiß ich noch. Und wie habt ihr das grafisch dargestellt in der 3. Klasse? So ein paar Kinder aus der Unterstufe haben dann das Meer gespielt, die Wellen links und rechts. Klar. Das ist sehr komisch, dass wir plötzlich so eine Resonanz bekommen, ja, wie in so einer Sitcom. Wir werden mal so Lacher einspielen im Podcast, ja. Das wäre auch ganz geil. Ich schätze, die Kinder, die es mehr gespielt haben, haben eine 2 bekommen, tatsächlich. Die das wurden sein, bedeutend besser bewertet. Das mag sein. Ich habe mir gehört, dass wenn man so sitzt, ist das so eine Anti-Haltung dem Gegenüber und wir sitzen beide so. Aber so ist auch scheiße. Habe ich das im Podcast erzählt oder wollte ich das erzählen hier mit dem underrated Hack mit Körpersprache? Habe ich erzählt? Okay, ist voll, oh, ich hatte Mann, ja, sorry, Alter. Ja. Ihr Psycho-Kids, ey. Ja. Ich sitze jetzt so rum da. Na und, was sagt das gerade über mich aus? Ja. Lest mich. Read me. Nee, ich hatte gestern eine Show in Hannover. Tut mir leid. Ja, mir auch. Ja. Und da habe ich habe eine so eine Stelle, da habe ich gefragt, wie das Problemviertel in Hannover heißt. Ja, und dann Hannover. Haben so, Mann, Tommy. Lass mich doch hier bitte kurz arbeiten. Da habe ich gefragt, wie das Problemviertel in Hannover heißt. Und dann haben so alle kurz so wild reingerufen. So, und dann war so ein kurzer Moment der Stille. Und dann hat so aus der Mitte des Raumes so richtig präzise eine reingerufen. So, na Steintor, das hat Tommy doch letztens im Podcast erzählt. Weißt du noch damals? Einfach so eine richtig präzise Antwort. So richtig, aber auch so vorwurfsvoll auch. So, Mann, Felix, das kannst du besser. Ja, sie hat ja recht. Recht hat sie. Was war denn dann das Problemviertel? Steintor. Siehst du? Weiß ich nicht, ich konnte mich nicht dran erinnern. Ja. Hast du denn viel gesehen von Hannover? Ich habe glücklicherweise wenig gesehen von Hannover tatsächlich. Aber warst du nur kurz da? Ich war nur kurz da. Okay. Ja. Aber Leute, die ja 2 Wochen Urlaub machen, haben auch nicht viel gesehen in der Stadt, deswegen
Das ist nicht so doll. Ich weiß es nicht. Wo sind eigentlich unsere... Ah, das Einzige, also was man schon sagen muss, was ein bisschen verkopft ist heute, wir haben hier heute diese catchy Fragenboxen. Hast du auch Fragen bekommen, Tommy? Sonst wäre traurig. Ja, hier steht Tomi drauf. Das sind, glaube ich, meine. Okay, wir werden hier immer mal zwischendurch so eure Fragen an Tommy oder mich ab und zu vorlesen und dann einfach vom jeweils anderen beantworten lassen. Aber, weil wir uns hier jede Woche quasi emotional nackig machen, wollten wir euch auch mal kennenlernen. Deshalb wollten wir heute mal ein Spiel spielen mit euch. Wollen wir das direkt machen, direkt? Einfach so, um die Leute so kennenzulernen? Muss aufzulockern, ne? Einfach so aufzulockern, weil das ich merke, die Hackis krampfen. Ihr krampft. Ja, ja. Ich merke, ihr krampft. Euch geht's wie mir. Hier wird gekrampft. Ja. Ja, mach. Und, ja, aber das musst du erklären. Okay, es ist aber so ein Spiel, das ist eigentlich einfach zu verstehen, wenn man es gut erklärt. So, ich probiere es jetzt zu erklären. Das Spiel ist inspiriert, was heißt inspiriert, es ist geklaut. Es ist geklaut von den Homies Till Reiners und Moritz Neumeier, zwei sehr geschätzte Comedy-Kollegen von mir. Ich habe das bei denen mal bei einer Show mit denen zusammengespielt und ich habe die gefragt, wir dürfen es heute machen. Und zwar spielen wir jetzt Menschliches Quartett. Wir spielen jetzt Tommy gegen mich, wir spielen Menschliches Quartett und das wird so aussehen, dass es wird drei Kategorien geben, nämlich Urlaub, Beruf und Hobby. Ja, und zu jeder Kategorie wählt jeder von uns quasi eine Quartettkarte und eine Quartettkarte ist jeweils ein Mensch von euch. Okay, und wenn wir euch dann ausgewählt haben jeweils, dann spielen wir gegeneinander. Sprich, ich suche mir jetzt irgendjemanden aus und wir spielen die Kategorie Urlaub. Dann frage ich, wo warst du als letztes im Urlaub? Dann sagst du Dänemark. So, dann ist scheiße für mich. Ja, und dann gucken wir halt, wo Tommys Karte zuletzt im Urlaub war. Und am Ende entscheidet ihr, welche Person krasser war und wer die Runde gewonnen hat. Haben Sie alle verstanden? Ja, so mittel, wa? So ein Learning by Doing Ding. So Learning by Doing. Ja. Können wir ein ganz bisschen Saarlich bekommen? Ich würde sagen, Tommy darf sich seine drei Karten als erstes aussuchen. Sagst du nochmal die Kategorien? Die Kategorien sind Beruf. Okay, dann fange ich direkt mit Beruf an. Okay. Ich sehe ja nur die ersten vier rein. Jetzt geht es darum, wer sieht erfolgreich aus, wer sieht schnöselig aus. Ja. Wer tut nur so, als ob. Ja, genau. Welcher Blazer ist denn echt von Zara? So, das sind jetzt alles so Sachen, die du wissen musst. Beruf. Grauer Pullover. Wer denn? Bitte? Das darfst du jetzt nicht sagen! Okay, dann darf ich nochmal. Das war ein Learning by Doing. Ja, okay, Tommy spielt mit einem Studenten. Gibt es irgendjemanden hier, der mehr als 450 Euro im Monat verdient? Also du darfst den Beruf nicht sagen. Du wirst jetzt einfach nur gewählt. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dein Studium schaffst. Ehrlich gesagt. Sagen. Aber vielleicht hast du ja auch einen Studenten. Und dann gucken wir, wer den geileren 450-Euro-Job hat. Nee, such dir. Ich würde sagen, das war jetzt einfach ein Anfängerfehler von euch beiden. Primär von ihm. Aber von euch beiden, du darfst jemand anderes aussuchen. Dann die junge Dame im Kapuzenpullover. Sie trägt einen hilfiger Kapuzenpullover, der kostet ungefähr 50 Euro. Ich finde es witzig, dass sie davor gewunken hat, weil sie hat keinen Kapuzenpullover auf. Ja. Wie heißt du denn? Also haben wir die Mikros? Wir haben noch Mikros fürs... Ja, aber noch brauchen wir nicht. Du wählst jetzt erstmal deine Leute aus. Ach so, okay. Also Ann-Christine ist erstmal gesetzt, okay. Ann-Christine, jetzt nächste Kategorie. Was hatten wir gerade? Beruf ist Ann-Christine. Ja. Hobby. Ah, okay. Du musst jetzt jemanden suchen, der aussieht, als hätte er ein freaky Hobby, so als würde er so... Hier, vorne, Nike Cap. So, okay. Hobby, jetzt das dritte ist... Urlaub. Jetzt brauchst du jemanden... Eine Fußkette oder sowas? Urlaub. So. Wer denn? Hier vorne. Maxi, okay. Maxi. Das ist also deine Loser-Truppe, so, dann werde ich mal gucken. Also, womit fangen wir denn an? Mit Beruf. Wer sieht denn aus, als hätte er sowas wie Lebenserfahrung? Schon irgendwas, wer hat so stresszerfurchte Gesichter? Egal, wen ich jetzt wähle, ist doof. Egal. Für Beruf nehme ich... Ja, ich nehme einfach den mit Abstand Ältesten. Sie. Er sagt nur nein. Bist du hier aus der Crew, oder? Wir kennen uns, Felix. Ah, peinlich. Er ist mir unangenehm. Ah, peinlich. Wir wollten da nicht mehr drüber reden, Herbert. Na gut, dann nehme ich jetzt irgendwie einen anderen. Hier, du mit dem Beatles-Haarschnitt und der Brille. Wie heißt du? Jakob. Okay, Jakob ist meine Karte für Beruf. Dann für Hobby und so ein crazy Hobby. Wer sieht denn crazy aus? Oder wer will gerade am wenigsten genommen werden? Für Hobby. Ich sag du mit dem crazy weiblich, crazy Pulli. Wie heißt du? Luise, du bist mein Hobby.
Aber können wir erst das Spiel zu Ende spielen? Und jetzt noch Urlaub. Hat hier irgendjemand eine Ethno-Print-Hose an oder sowas? Was? Ja, komm, Urlaub nehme ich jetzt. T-Shirt. Ja, ich nehme Urlaub, nehme ich jetzt einfach hier deinen Studenten. Wie heißt du nochmal? Dennis. Dennis. So, das ist mein. So. Das ist meine Gang. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an mit der ersten Kategorie, mit Beruf. Okay. Dann spiel mal Christina, hieß deine, glaube ich, oder? Ja. Dann spiel mal deinen Beruf. Was bist du? Du musst probieren, das jetzt so gut wie möglich zu verkaufen, wenn es scheiße ist. Oh Gott. Ja. Christine, was bist du denn vom Beruf? Christine war überhaupt richtig, ne? Ann-Christine. Ja. Ann-Christine, was machst du denn beruflich? Du musst nicht stehen übrigens, aber ist nett. Doch. Ja, na, ist gut. Was machst du denn beruflich? Was muss ich machen? Deinen Beruf sagen. Jetzt musst du deinen Beruf sagen einfach. Deswegen habe ich gesagt, was machst du denn beruflich? Bitte? Rettungsdienst. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Also wer soll denn dagegen gewinnen? Applaus für den Rettungsdienst. Ja. Ich habe eigentlich... Moralisch kann ich jetzt alles argumentieren, dass ich gewonnen habe. Du weißt überhaupt nicht, ob sie gut ist in ihrem Job. Frag sie doch mal, was sie da macht beim Rettungsdienst. Vielleicht habe ich sie auch einmal nicht durchgelassen, weil ich die Musik so laut hatte auf der Kreuzung. Das ist ein kleiner Insider. Aber Rettungsdienst. Wie lange schon? Bist du gut in deinem Beruf? Sterben die Leute regelmäßig oder? Ja, die sterben auch. Ja. Oh, Scheißstimmung. Okay, so prozentual normal oder ist bei dir irgendwie... Nee. Aber werden die bei anderen Rettungsdiensten dann auch gestorben oder nur... Ah, okay. Meistens. Das heißt, du fährst sehr langsam, oder? Nee, du blockierst, Tommy. Du, du bist schuld an ihrer negativen Quote. Ja, das stimmt. Und ich mache das seit 11 Jahren. Ja, okay. Also viele Menschenleben gerettet hat sie, Felix. Ein sehr ehrenwerter Beruf. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch mehr verkaufen soll. Also mehr geht ja gar nicht. Ja, warte, okay. Also dann bitte einmal das Mikrofon an Jakob. Ein Applaus bitte. Jakob. Wo ist er denn? Lass mich nicht hängen, Bruder. So, was machst du beruflich? Okay, aber was studierst du? Du studierst Medizin, oder? Nein? VWL. Oh, Dicker, ich brauche keinen Mensch, ey. Aber okay, bist du... du machst aber bestimmt irgendeinen spannenden Hiwi-Job, oder? Du bist keiner, der von Mutti finanziert ist, oder? Menschenkenntnis. Okay. Aber du bezahlst schon deine Miete selber, weil du zumindest Kellnern gehst, oder? Er lacht einfach nur. Wer ist dieser Kellner? So. Du hast brachial verkackt. Okay. Hast du schon mal gearbeitet? Wo Was? Denn? Du musst ein bisschen mehr ins Mikro reden, bitte. Na, sag. Ja, nach dem Abi kann ich so telefonieren. Bei einer Sexhotline oder einem Callcenter? Bisschen präziser, Jakob, gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Die Frau rettet Leben. Du machst die PQ-Formel, die Frau rettet Leben, da musst du... Ich hab verkackt. Okay, wir machen hier trotzdem die obligatorische Applausabstimmung. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, Tommys Team hier macht irgendwas mit Team Menschen. Menschenleben. Macht Team irgendwas Menschenleben. Mit Menschen ja. Und meiner jongliert die Zahlen. Ja, ja. Der hält unsere Wirtschaft am Leben, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, Freunde. Also wenn ihr der Meinung seid, Tommys Karte hat gewonnen, dann bitte jetzt einen Applaus für Ann-Christine. Okay. Und wenn ihr der Meinung seid, mein Mutti-finanzierter 14-Semester-Student sollte gewinnen, dann applaudiert bitte jetzt. Ja, knappe Kiste. Alles Kommilitonen. Okay, Tommy, damit steht's 1-0 für dich. Ja. Ich mag das Spiel. Ja. Okay, dann. Was ist die nächste Kategorie? Die nächste Kategorie ist Hobby. Jetzt enttäusch mich nicht. Was war nochmal der Name? Mike. Mit AI oder IKE? IKE ist cooler. Mike, IKE. Zum Glück habe ich dich nicht bei Beruf genommen. Nein, Spaß. kleiner Scherz. ja, sag doch mal, was sind denn so deine Hobbys? Was ist das geilste Hobby, was du hast? Dauert zu lange für einen Hit. Ich spiele in der kreisigen Fußball. Ja. Welche Position?
Wie ist das Torverhältnis aktuell deiner Mannschaft? 9 Gegentore und ich habe nur 3 bekommen. Ich wollte gerade sagen, im ersten Spiel. Okay. 11. 3 Gegentore erst bekommen? Ja, ich bin schon da. Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Saison schon geht. 11 Spiele. Ach, 11 Spiele. Hör dem Mann zu. So, er ist 3-mal hinter sich gegriffen. Okay. Willst du noch weiter Werbung machen? Oder ist nee, halt weil Fußball ist eigentlich alles zugesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, was man da noch... Also Kreisliga, okay, also Fußball, du bist Ehrenwert. Einfach, du bist bis einfach jeden Sonntag am Start. Bis jeden Sonntag am Start beim Spiel, 10 Uhr das Treff. Samstagabend noch gesoffen und... Ja, okay. Ja, fantastisch. Ja, eben. Ja. Mike, so, jetzt du. So, okay. Wo ist meine... Wie heißt du nochmal, Entschuldigung? Luise. Mit OU oder UI? Nur U. Okay, Luise. Luise. Gott. Entschuldigung. Ja, Luise. Ja. Okay, ja. Tommy, danke. Luise. Danke für deinen Beitrag an der Stelle. Ich habe jetzt alles, also ich kann gehen. Ich kann meinen Schal zurückwerfen und nach Hause gehen. Tommy hat sich vorhin richtig blamiert, jetzt wo wir hier audiovisuell sind. Tommy hatte nämlich so eine Hose mit so einem kleinen Reißverschluss und der war die ganze Zeit offen. Und dann war es, als wenn Tommy so eine Schlaghose anhatte. So. Und dann kam er gerade so kurz vor der Show, kam er so richtig hektisch zu mir so, Felix, wie lange ist denn die Hose schon so? Ja, was ist das? Ja, das sieht aus wie so ein Pferdemädchen, was sich so Stulpen über ihre Stiefeletten gemacht hat. Was, glaube ich, auch nur, ja, weiß nicht. Ich kann es auch nicht tragen, deswegen gut, dass es zu ist. Okay, so. Luise, es geht, können wir jetzt wieder über Luise reden? Ja, es geht bitte. Nicht immer nur um dich, Tommy, okay? Ja, aber jetzt mach mal. Luise, komm. Fliegenfänger hier, den haust du da weg. Ich unterrichte nebenher an der Hochschule. Ja. Die. Boah. Aber machst du das beruflich oder hobbymäßig? Nee, ich mach's schon beruflich, aber das mache ich nebenher. Hä? Also es geht gerade um Hobby, ja? Ja, ja. Okay. Aber du hast gesagt, du machst es beruflich. Oder habe ich es falsch verstanden? Ich unterrichte mache ich beruflich, aber Das mache ich nebenher. Also nebenher schminken. Oder was war das? Ja, das ist cool. Ich möchte aber die Tänzer neben meinem eigentlichen Job. Ah, als Hobby. Das ist kein... Das ist, na ja, oder ja? Das ist Ehrenamt. Das ist kein... Ist das ein Hobby? Okay. Warte. Nein, damit kann ich arbeiten. So. Ja, aber... Tommy, ja, lass doch jetzt mich mal in mach Ruhe. Mach mal, aber ich sag danach, ob es ein Hobby ist. Ja, mach du mal deine Hose auf oder die Schnauze. So. Okay. Also, Schminken hat ja auch, ist ja was sehr Künstlerisches wahrscheinlich, oder? Sehr. Ja. Kreisliga ist Saufen, so, und dann... aber ist ein Hobby. Ja, Tommy, okay, aber hast du da diesen künstlerischen Anspruch und versuchst du auch deinen Schülerinnen und Schülern da einfach irgendwie so, ihnen nicht einfach nur stumpf Techniken beizubringen, sondern ihnen so eine Lebensweise? Ja, natürlich. Ja, natürlich, oder? Und das machst du einfach so. Geheimnisse ja. Der Maskenbildnerei. Und das machst du einfach so hobbymäßig. Okay. Und könntest du jetzt einfach hobbymäßig aus Fun Tommy Schmidt zu einem Löwen schminken? Ja, klar. Wir haben ja eine Pause, ne? Ja. Wie wär's denn, wenn ich im zweiten Teil als Löwe Tommy, wiederkomme? Sind wir hier der Disney-Kinderzirkus oder was? Ja, aber nee, jetzt schon. Du könntest Tommy zum Löwen schminken. Frage ist, Mike, könntest du das auch? Ich kann auch Tommy mit der Katze machen. Hey! Was war das für ein komischer Spruch? Miau! Der ist in jede Richtung merkwürdig. Okay, aber ich würde sagen... Hey, übrigens, Katze. Wir haben ganz kurz, ja? Uns wurde ja Homophobie vorgeworfen. Boah, das ist so witzig. Uns wurde Homophobie vorgeworfen. Und da haben wir, glaube ich, im letzten und in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Ja. Und daraufhin hat sich ein homosexueller Hacki bei uns gemeldet. Großartig. Und dieser eine homosexuelle Hacki spricht natürlich für alle anderen homosexuellen Menschen auf der Welt. Und was hat dieser homosexuelle Hacki geschrieben, Tommy? Höre, also der hat geschrieben, wie, aber bitte mit Arne, heißt der Typ, bei Instagram. Er ist halt gay, was soll's? Es ist, aber bitte mit Arne. Wir sind nicht homophob. Wir haben es bestätigt bekommen. Die Schwuchteln lieben uns, halt so. Spaß. Höre.
Höre, dass ihr angeblich homophob seid. Quatsch. Markus Lanz ist homophob und dumm. Bei Böhmer, ich schätze, Tommy kriegt so Ärger dafür, dass er das laut on air gesagt hat. Egal. Markus Lanz ist homophob. Ja, das ist ja nicht meine Meinung. Das ist von Aber bitte mit Arne. Ja. So. Das ist so ein Fake-Account. Also höre, dass ihr angeblich homophob seid. Quatsch. Markus Lanz ist homophob und dumm. Bei Böhmermann und Schulz bin ich mir nicht immer so sicher, aber bei euch? Nee, lass mal. Homophob seid ihr nicht. Daraufhin habe ich dieses Instagram-Herz ihm geschickt und dann schrieb er, hör auf mich deswegen anzuschwulen. Fantastisch. Das ist grandios. Die Hackis sind einfach wach. Sind ja auch Menschen am Ende, ne? Im Endeffekt sind es ja quasi sind das auch Menschen. Menschen. So, also, gut, Mike, du bist eine kleine wilde Katze und du bist berufliche und hobbymäßige Schminkerin. Wenn ihr der Meinung seid, dass Tommys grenzalkoholischer Torwart diese Runde gewonnen hat, dann applaudiert bitte jetzt. Oh. Ja, das wird kontrovers. Das ist kontrovers. Ganz kurz, ich habe dann ja schon gewonnen. Ja, wir spielen es trotzdem bis zum Ende. Ich wollte gerade sagen. Für die Ehre. Hm. Wenn ihr aber der Meinung seid, dass Luise mit U, die einfach ihre Freizeit opfert, um das Leben der Menschen mit Kreativität und Sinn zu füllen, indem sie ihnen einfach unentgeltlich die Kunst der Maskenbildnerei lehrt. So, applaudiert jetzt. Unentschieden. Ist eine schwierige Kiste. Für den Fall haben wir Folgendes vorbereitet. Kennt ihr Gehörlosenapplaus? Wir konnten es nicht genau raushören. Gehörlosenapplaus, genau, funktioniert so. Und je weiter oben ihr seid, desto frenetischer ist der Applaus. Ja, ihr könnt es mit beiden Händen machen. Wir üben das einmal. Findet mal kurz irgendwas richtig geil. Ja, genau. Okay, verstanden. So, wenn ihr der Meinung seid, Tommys schwuler Torwart hat gewonnen, dann bitte jetzt Gehörlosenapplaus. Ja. Ah, okay, merkt ihr die Bilder? Okay, stopp. Wenn ihr der Meinung seid, die Maskenbildnerin hat gewonnen, dann euren Gehörlosenapplaus bitte jetzt. So! Ich fand, es war deutlich. Ja, du hast gewonnen. 1-1. Genau, einen Applaus für mich bitte. Dankeschön. So. 1-1, es geht um alles. Jetzt gibt's Urlaub, das wird witzig. Oder? Urlaub. Die Kategorie ist Urlaub. Tommy, willst du, vom Bier, Entschuldigung. Wo ist deine, wer ist deine Karte nochmal? Weißt du es noch? Ja, hier, trinkt auch Bier. Sehr gut. So. Maxi hast du geheißen, richtig? So. Maxi, wo warst du denn zuletzt im Urlaub? In Barcelona. So, die pulsierendste Stadt am Mittelmeer. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das ist doch die geilste Stadt, die ist. Ne? Na, frag sie doch mal, was sie da gemacht hat. Vielleicht ist sie da hingefahren, um Katzen zu quälen. Ich weiß es nicht. Na, frag sie ein bisschen Input. Nee, ja, aber erstmal wollte ich Barcelona hochhängen. So. Okay. Was hast du in Barcelona gemacht? Ich war feiern. So, Leute geschminkt oder so zufällig? Okay. Wie lange warst du da? 2 Wochen. 2 Wochen. Nur in Barcelona? 2 Wochen gefeiert. Okay. Schon auf Spanisch geträumt danach? Mhm. Hast du irgendwas von der Stadt gesehen, außer Clubs von innen? No. Bin ich immer aufgewacht. Ja, aber schön, auch in Clou, ja. Immer im Pool. Immer im Pool. Warst du denn, sonst schon mal im Urlaub? Netata. Doch. Nein. Wo ist denn das denn? Es geht hier um den letzten Urlaub. Du kannst doch hier nicht... Hast du ihn nicht auch gefragt, ob er schon mal... Nee, ich habe ihn gefragt, ob er schon mal gearbeitet hat. Woanders, ja. Ne? Fuck. So. Ja, Barcelona, wir müssen jetzt arbeiten. Du musst jetzt mit Barcelona, mit dem Saufurlaub in Barcelona arbeiten. Ich probiere jetzt ein bisschen aufzuwerten, aber mach du erstmal. Ich setze alles daran, dass deine Leute irgendwie auch an der Nordsee waren oder so. Einfach nur zur Ebbe. Einfach 6 Stunden an der Nordsee. Okay. Ja, UNESCO-Weltkulturerbe auch, ne? Alles. Die Sagrada Familia da, die Kirche, alles. Spanien ist auch so ein Land ohne Sehenswürdigkeiten, ne? Sag mal Sehenswürdigkeit aus Spanien. Barcelona. So. Oder? Weiß ich nicht. Frag mich nach einer Sehenswürdigkeit in Frankreich. Rom. Ich meine, ja, der war billig. So. Ja, komm, Tommy. Barcelona. Ich bleib dabei. Ich setz alles, es ist Poker, ich setz alles darauf, dass deine Leute irgendwie auf Wangerooge waren oder so. So, wo ist denn, oh, du sagst schon, fuck, so Senior-Student. Jetzt kommt so Wie heißt Bali, du nochmal? Dennis, mit türkisches Dennis mit Z? Nee, okay. Deutsches Dennis. Okay, Dennis, du alte Kartoffel, erzähl. Für mich ging es mit 10 Freunden schön Camping in Holland.
Das klingt wie eine Werbung. Das klingt wie eine Werbung. Für mich ging es mit 10 Freunden. Was hattet ihr für ein Auto, Alter? Okay, also ihr wart 10 Leute in 2 Autos in Holland. Bitte? Was jetzt? Auf engstem Raum. Auf engstem Raum. Also, okay. Also, Tommy, lass mich. Nee. Lass mich, ich kann damit arbeiten. Holland. Halt, Mann. Holland gegen Barcelona. Tommy. Jetzt gib ihm keinen Tipp, aber du hast recht. Wart ihr nur an einem Ort oder seid ihr durch das Land gereist? Macht das in Holland einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Also, außerhalb des Campingplatzes haben wir uns eigentlich nicht viel bewegt. Außerhalb des Campingplatzes habt ihr euch nicht viel bewegt. Na klar. Wie viele Clubs hast du gesehen? Viele. So. Von wie vielen weißt du noch? Einige. Das für eine komische Abstufung. Eins, einige, viele. Und dann diverse. Ja. Das war die klassische Steigerung. So, okay, also du hast mit 10 Freunden einen Campingplatz gesehen und sie hat einige Clubs gesehen. Wie war das Wetter? Das Wetter war super. Das Wetter war super. Wann warst du in Barcelona? Wie war das Wetter? Im August war sehr gut, na klar. Ja, war nämlich sehr gut, das Wetter. Und habt ihr viel gesoffen oder? Ja. Ja. Viel gesoffen, viel gegrillt. Viel gesoffen, viel gegrillt. Cool. Tiere sind nämlich auch noch gestorben. Ja. Bei dem. Einfach mal Mann sein, wa? Ja. Einfach mal wieder Mann. Okay. Ja, würde ich sagen. Also ihr müsst gar nicht applaudieren. Also ja, doch, komm, lass uns pro forma applaudieren. Okay. Ist ja sonst auch peinlich für deine... Wer ist für Maxi? Oh, wird doch noch eng. Ja. Wer ist hier mal wieder für den richtig schönen Männerurlaub in der Natur in Holland? Nochmal hier den Behindertenapplaus. Mach nochmal den Behindertenapplaus, okay. Sonst wird das hier nicht. Wir machen doch mal den gehörlosen Leute, Applaus. Leute, ohne Arme irgendwie, wenn die mit Ohren wackeln können, wäre gar nicht schlecht. Na, egal. Gott, jetzt drehe ich wieder durch, ne? Ja, jetzt will er zu viel. Ja, so. Okay, einmal sag den. Mal. Geht's noch? Alter Witz, Kontaktlinsen rausgefallen. Oh, der ist ganz schlecht. Alte Witz. Ich hasse alle Leute, die diesen Witz machen. Ja, muss. Okay, also einmal den gehörlosen Applaus bitte für Maxis Barcelona-Urlaub. Ah, das ist schon deutlich, wa? Und einmal hier für Dennis seinen Männertrip nach Holland. Gewonnen. Ja. Ein Applaus für Tommy Schmidt. Ja. Okay, okay. Ja, dann haben wir uns jetzt wenigstens mal ein bisschen besser kennengelernt. Ich hab ein paar Sachen mitgebracht, Tommy. Ich sag das jetzt einfach nur mal ganz kurz. Ich habe mitgebracht, weil ich oft gefragt wurde nach der letzten Folge, ich habe mitgebracht Micha. Micha ist am Start hier auch für die Kamera. Das ist Micha. Micha ist in Ordnung. Darf man ihn anfassen? Nein. Der schläft ja überall mit, ne? Ja. Und ich habe mitgebracht Wodka. Der hat schon viel gesehen. Also guckt er auch. Ja, guckt, als hätte er viel gesehen in deinem Hotelzimmer. Lass mich ja jetzt einfach da liegen. Ja, warum auf meinem Tisch? Weil der da liegen möchte. Und Wodka. Den wollte ich eigentlich schon früher auspacken, damit wir den immer trinken können, wenn einer eine Runde gewonnen hat. Ist zu spät dafür, ist ja auch wurscht. Wollen wir einfach mal... Nee, Tommy, ist voll viel passiert. Ist was passiert letzte Woche? Es wurde gewählt gestern. Hessenwahl. Das CDU-Beben heute. Ich weiß Politik nicht. Politik voll das Thema bei euch, ne? Wir reden auch gleich wieder über Kreisliga und Saufen. Geht gleich wieder um Titten, Bruder. Ich fand dafür, dass die hessische Landtagswahl so groß angekündigt wurde als jetzt bricht der deutsche Adler der Flügel ab. Es war so eine Wahl ohne so richtiges Ergebnis, oder? Also irgendwie, also es ist jetzt nicht so richtig was aber passiert. Aber es ist in der CDU ist schon was passiert. Friedrich Merz wurde ausgegraben heute. Was ist denn mit wer Friedrich Merz? Was ist denn mit der dem bewirbt eigentlich? Sich um den Bundesvorsitz von der CDU jetzt. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Und Jens Spahn. Jens Spahn sieht immer aus wie ein Triebtäter, finde ich. Muss sagen. Oder? Jens Spahn willst du auch nicht im Dunkeln begegnen, tatsächlich. Aber auch nicht im Hellen, aber im Dunkeln noch weniger. Aber wo kommt Friedrich Merz jetzt her? Ich weiß nicht, wo Friedrich Merz zuletzt rumgehangen hat. Meine Vermutung ist jetzt aber richtig, also eigentlich müsste ich es wissen, ich habe Politikwissenschaften studiert. In Marburg wissen die wenigsten. Applaus. Eigentlich sollte ich das wissen, aber ich glaube, der ist irgendwo im Innenministerium so rumgedümpelt. Nee, der war, ich glaube. Bitte?
So, und zuletzt Er hat so nachgenickt, so, thank me later. aber zuletzt war er in einem Aufsichtsrat. Aber hatte der nicht mal irgendwas mit dem Innenministerium zu tun? Ach, da hört es nämlich auf mit dem Klugscheißer an. Genau. So. Okay. Love Island ist er Dritter geworden bei Love Island. Dicht hinter Jens Spahn. Ja. Dicht hinter Jens Spahn. Egal. Verstehst du, wegen Sex? Wegen Sex. Popo. Nee, ja. Ist das glaubhaft, wenn wir jetzt hier über Politik reden eigentlich gerade? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn die, was hat die AfD eigentlich für Slogans, wenn Merkel jetzt, den Parteivorsitz abgibt? Ist alles weg, ne? Alle Themen. Ja, so Merkel muss weg. Die brauchen, es darf eigentlich, aus AfD-Sicht darf eigentlich nur jemand nachrücken, der einen zweisilbigen Namen hat. Stimmt. So Spahn muss. Spahn muss weg. Annegret Kamm-Karrenbauer muss weg. Das sagt sich nicht gut. Ja. Nee. Na. Ja, das waren so unsere Gedanken zur Hessenwahl. Feedback könnt ihr gleich gerne abgeben. Nee, was ist denn noch passiert, Felix? Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Noch. Der 1,6 Milliarden Dollar Jackpot wurde geknackt in den USA. Echt? Mhm. Von wem? Kenne ich nicht. Ah, ja. Stimmt, das weiß man nie. Das ist eine richtig komische Nachfrage von mir, weil niemand weiß, wie jemand heißt, der im Lotto gewinnt. Ist ja auch egal. Es ist nicht passiert, aber es steht jetzt an, Tommy, habe ich mir noch aufgeschrieben als verkopften Stichpunkt. Worüber man natürlich immer reden kann, man muss drüber reden, ist Halloween. Oh. Halloween ist nämlich, also meine Meinung, Halloween ist richtig kacke. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, ich sehe gerade viele. Oh, guck mal, da haben wir gerade viele Herzen durchbohrt, ey. Der Rest findet Halloween geil, oder was? Ist Halloween überhaupt noch ein Thema? Keine Ahnung, ich find's furchtbar. Haben bei dir schon mal so Kinder geklingelt? Also wie heißt das? Gibt es St. Martins Singen in Berlin? Nee. Echt nicht? Ihr seid so gottlos. Also es gibt hier Laterne, haben wir früher ja, mal. Ja, das ist das. Ach so. Ja. Rabimmel, rabammel, rabum. Ja, so kenne ich das. Entschuldige mal. Ja, klar. Und ich hasse das, wenn die Leute klingeln. Das heißt doch nicht St. Martin? St. Martins Tag heißt es. Oder? Ja, aber Martins singen, oder nicht? Mein Vater heißt Martins singen, das ist doch Blödsinn. Also St. Martins, ja, hier mit Laterne. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es nochmal einen Göppel, bei dem die Laterne anfackelt. Aber Halloween, ja. Am Ende habe ich immer diese Leuchte von der Baustelle genommen, einfach nur so gehalten. Auch Süßigkeiten bekommen. Hast du wirklich? Ja. Kein Witz. Aber ich stell mich immer tot, wenn diese Kinder klingeln, weil ich nicht aufmachen will. Ich hasse diesen Moment, wenn die so 30 Sekunden singen. Tommy, du bist ein erwachsener Mann, du kannst auch einfach lebendig nicht aufmachen. Du kannst, niemand sind vier Kinder, können dich nicht zwingen, die Tür aufzumachen. Kinder können dir überhaupt nichts tun, tatsächlich. Was wollen sie denn machen? Mir schon. Dir schon, ja. Okay. Wie sind wir drauf gekommen? Halloween? Bist du... Also es gibt ja so Leute, die sind so bei jedem Spaß dabei. Ich zum Beispiel überhaupt nicht. Machst du so auch so Motto-Party zu verkleiden? Ah, du kommst aus NRW. Ja, ihr verkleidet euch alle, ich mach nur Köln, Karneval. Ja. Karneval, ich liebe Karneval. Ich hab's gehasst früher. So. Hier, der Fußball-Assi freut sich. ich liebe Karneval. Ich hab's gehasst früher. Ich komme ja gebürtig aus Detmold, aus Westfalen. Mhm. War da ein Wuh? Also richtig Nachbarn wahrscheinlich. Richtig halbherziges. Von wo kam denn das eigentlich gerade? Da hinten. Na egal. wahrscheinlich von meiner Gästeliste irgendwelche Leute. Felix hat niemanden auf der Gästeliste. Ich glaube, so 14 Leute oder so. Ja. Ja, danke, dass du das Thema hier auch machst. Unter anderem ist Udo dabei. Udo hat eine geile Story. Udo hat mal auf seiner eigenen Hausparty einen polnischen gemacht und ist abgehauen. Sorry, Udo. Nee, aber okay, jetzt mal abgesehen von Halloween, so Motto-Partys, machst du sowas? Also Motto-Party-Themenabend Alien. So. Nein. Sieht man dich dann da als Action Baxter verkleidet? Ich weiß es nicht. Nur Karneval. Hast du mal Karneval gefeiert? Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, ich mir du auch in nicht. So einem Clowns-Kostüm, völlig abgefuckt. Ja. Kennst du noch, was war das eigentlich für eine komische Zeit, als es mal so ein paar Monate diese komischen Gruselclowns gab? Kennt ihr die noch, diese komischen Creeps, die einfach so, ja, jetzt investiere ich meine Freizeit hier, Maskenbilder-Freizeit, einfach mich mal als Gruselclown zu verkleiden und irgendwelche, merkwürdig. Jan Ulrich. Die sind wieder da. Die sind wieder da. Ja. Wollen wir eine Rubrik abhauen? Was ist das für eine Anmoderation? Komm, wir hauen mal eine Rubrik ab. Hier ein paar Fragen. Komm, wir hauen mal ein paar Fragen raus. Okay. Wollen wir? Ja.
Okay, ich stelle dir zuerst eine. Rubrik abhauen. Oh ja, da hat Tommy auch direkt was für seine verkopfte Ekelfolge, die hier stattfinden wird. Doch, die kommt. Doch, ist auch richtig gut über. Ich kann die Frage, die ist richtig gut formuliert, egal von wem sie ist, sie ist super geschrieben, weil ich kann sie genauso vorlesen. Hier steht Thema Klopapier, Doppelpunkt. Wickeln, falten oder knüllen? Falten. Bist du ein Falter? Ja, klar. Ja? Seitdem ist es das Klopapier vom Charming Bear, das braucht man nicht falten, weil das ist so vierlagig. Und das ist schön weich. Da reicht ein Streifen. Ja. Ja. Schlimm ist, wenn es reißt. Gibt's denn Charming? Sorry. Gibt's den Bär noch, dieses Charming-Dings? Aber weißt du, was richtig verkopft ist? Das ist so ein typischer Fall, wo kein Fortschritt notwendig war. Kennst du diese öffentlichen Toiletten, wo das Klopapier, wo man so einzeln die Streifen rauszieht? Ja. Das ist nicht. Das bringt niemandem was. Also es ist ja eh schon entwürdigend, so mit runtergelassener Hose, wenn man dann noch so macht. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Nee. Das macht was mit einem. Also du bist ein Falter. Ja, und du? Ich bin auch ein Falter. Knüllt jemand? Es knüllt doch. Da bleibt doch. Also wie soll das funktionieren? Machst du da so einen Ball oder was? Und dann. Boah. Ich finde eh das Prinzip Hintern abputzen ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Weil, Chef, du jetzt hier Kacke und nimmst einfach nur Papier und machst so. Sauber! Das doch, so ein bisschen Wasser muss man eigentlich arbeiten, oder? Na, dafür hat der Franzose ja das BD erfunden. Ja, die sind da besser. Franzosen und Moslems. Französische Moslems sind die saubersten Menschen. Meine Theorie ist noch nicht verifiziert. Meine Meinung. So, Felix. So nennen wir die Folge Französische Moslems. Ja. So. Nee, bin ich noch nicht. Sagen wir mal so, wir reden nochmal drüber. Denk nochmal drüber nach. Je suis Charlie. Ja, hier, komm, Frage gestellt. Wenn du ein Bier wärst, welches wärst du und warum? Ja, was soll ich darauf antworten? Also. Friesescherb. Keine Ahnung, warum ich dich gerade angeküsst habe. Vielleicht kann ich ja mal eine Frage einfach stellen, weil wir haben ja auch welche vorbereitet. Nee, ich beantworte das jetzt schon. Ja, dann du musst jetzt nicht. Ich wollte dir nur helfen, du Tommy, bist verzweifelt. Wie der ich habe auf Seite 14. Ja. Wie der letzte Keynote-Speaker. Ja, klar. Blätterst du hier in deinen Notizen. Ja, ich wäre jetzt. Achtung auf meine PowerPoint gleich noch. So. Ich wäre jetzt einfach richtig langweilige Antwort. Ich wäre ein Berliner, weil ich aus Berlin bin. So, fertig. Oh, ja, dann denkt euch halt bessere Fragen aus, Leute. Das stimmt. Von wem ist die? Ja, jetzt traut sich wieder keiner. Ja, die ist von Mike Bier, natürlich. Sagen, Mike. Also, Bier, Mike. Ja, mal Thema Saufen. So, komm, ich stell Seht ihr alle nicht, der hat hier so einen Bierhelm auf mit zwei Faxedosen drin? Mike, ey. Mike, ich bin dran. Die ist komisch. Wieso ist denn hier eine Ad-Felix-Frage in meinem Sack? Hier, wie? Tommy, die ist für deinen Sack. Habt ihr das alle falsch verstanden? Nee. Doch? Doch. Wurde das nicht richtig kommuniziert seitens der Produktion? Gib. Ach so, dann war die Klopapierfrage für mich? Na gut, dass ich sie auch noch beantwortet habe, wa? Und die Bierfrage war natürlich an mich. Ja, na, das wurde hier falsch hingestellt von der Produktion. Hier steht doch Felix. Mann, typisch ey. Produktion. Was seid so ihr? So. Warte. Andreas. Okay, hier ist eine Frage, die verstehe ich inhaltlich nicht. Ich lese sie einmal kurz vor, vielleicht kannst du mir jemand erklären, worum es sich handelt. Aber also du könntest auf diese Frage antworten, wie du willst. Ich würde es dir glauben, weil ich nicht weiß, was irgendwas hier drauf bedeutet. Die Frage lautet, Andreas Messe oder Libori? Oh, das ist jemand aus Westfalen. Weil das sind zwei, was ist Plural von Kirmes? Kirmite. Kirmesensen. Es sind zwei Stück sind das. Libori ist Paderborn und Andreas Messe ist Detmold. Und deshalb auf jeden Fall Andreas Messe. Paderborn ist nämlich scheiße. Gut. So. Nein, Paderborn ist nicht scheiße. Paderborn ist sehr schön. Na, doch schon. Ja, okay. Schon. Wie würdest du dein Erstgeborenes nennen? Hecht Lobrecht, Spaß. Mike. Luse oder Mike?
Es gibt bei dem Namen Mike, gibt es so drei Schreibweisen, so absteigend nach Coolness. Also ich gehe mit, M-I-K-E ist schon das Coolste. Auf Platz 2 ist M-A-I-K und auf ganz weit abgeschlagen ist M-E-I-K. Ja. Einfach so Mike. Bitte? Es gibt noch M-Y. Nein, nein, echt? Das ist schon assi, ne? So, so ja. Mike ist super. Ja. Ja, Tommy, du wolltest noch, warte, um dich zu zitieren. Eine Kategorie, was hast du? Abreißen? Abhauen? Abhauen, eine Kategorie abhauen. Dann hau mal eine Kategorie ab. Alice, jetzt auch noch eine Frage. Eine Frage mal noch. Okay, Frage noch. What? Welche Sprache? Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast. Felix, deine Meinung zum Wahlergebnis in Marburg. Was war da? War da eben? Ich hab's tatsächlich mitbekommen, aber das war doch jetzt nicht irgendwie auffallend in irgendeine Richtung, oder? Also, da war doch jetzt irgendwie, war jetzt nicht so, boah, die AfD hat 91%, da war jetzt irgendwie kein besonderes Ergebnis. Also meine Meinung dazu ist, okay, it's alright. Ja. Tommy, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier... Dann stelle ich eine Frage von mir, lieber Porno mit deinem Vater gucken oder mit deiner Oma? Das sind Fragen, Leute. Das sind Fragen. Und wenn ja, welchen Porno? Welche Kategorie? Welche Kategorie? ja, ich weiß irgendwie mit meiner Oma. Ich glaube mit meiner Oma, weil meine Oma manchmal trinkt und dann ist sie, glaube ich, ganz witzig und locker. Und dann, ja, was will und ich... Und kennt den vielleicht auch schon. Ja, was will ich mir angucken? Einfach mit meiner Oma einfach, ja, weil meine Oma hat so einen latent völkischen Einschlag, vielleicht ein Interracial Porn. Damit sie noch was mitnimmt. Einfach um Ute zu schocken. Ja. Ach, das geht auch. Ey, ist so witzig, ich habe über meine Oma auf der Bühne schon erzählt, dass sie, was sie nicht alles gegen Ausländer hat und ditte und ditte und ditte. Und sie hat mich nur genau einmal angemeckert, nämlich einmal, als ich ein falsches Alter gesagt habe. Das war, das ging ihr dann zu weit. So, ich bin nicht 87. Da hab ich gedacht, okay. Ey, wollen wir eigentlich, wir können hier heute machen, was wir wollen. Wollen wir eigentlich mal kurz Pause machen? Wollt ihr mal kurz so durchatmen und irgendwie euch was Neues zu trinken und ein Pipi machen? Oder wollen wir weitermachen? Pause, weiter, weiter, Pause. Was war jetzt das Ergebnis? Weitermachen? Dann machen wir ein bisschen weiter, machen wir dann Pause. Ich bin so clever manchmal, ne? Das ist so. Ja, das nennt man dann Schluss tatsächlich. Ja. Wenn wir jetzt einfach weitermachen. Wie wollen wir? Ja, dann geht das. Machen wir weiter. Wenn die Hackis haben gesprochen. Wollen wir einen Wodka trinken? Ja. Ja. Nicht hier, wir. Dabei kann ich noch mal so komische Lifehacks, die mir geschickt wurden, vorlesen, während du das einschenkst. Ja. Haben alle die Kategorie verkopfte Lifehacks verstanden? Also Lifehacks, die nicht zu Ende gedacht sind, wo irgendjemand einfach zu viel wollte, kann man sagen. So klassisch, wie die Frau mit der Ikea-Tüte. Klassisch übers Ziel hinausgeschossen, ja. Das funktioniert nicht. Oder völlig unnötige Lifehacks. Also wie zum Beispiel der Typ, der mir schrieb, wenn ein Kleiderbügel fehlt, einfach eine alte Tastatur nehmen. Und dann das Hemd da dranhängen und mit dem Kabel oben an der Garderobenstange festmachen. Alter. Das ist jetzt kein Livehack, wo ich dann antworte, geil, danke. Der kommt in die Sendung. Oder der Typ, der geschrieben hat, wenn du im Kino bist, zieh ich einen Kapuzenpullover immer falsch rum an und tu vorne in die Kapuze das Popcorn rein. Dann kann ich so essen, aber dafür gibt es ja auch eine Tüte eigentlich von Popcorn. Ne? Also es erfüllt keinen anderen Zweck, außer dass dein Pulli danach dreckig ist tatsächlich. Ich habe auch noch einen. Yeah. Ich weiß, hatten wir nicht sogar mal in der Sendung, ey, irgendwie hier, wenn ihr auf der Autobahn Internet haben wollt, WLAN haben wollt, einfach hinter einem Flixbus herfahren. Finde ich auch sehr verkopft, weil man hat ja schon im Flixbus kein Internet tatsächlich. Und dann einfach hinterher. Und der Effekt da ist halt auch wieder klassisch nicht zu Ende gedacht, weil der Effekt davon ist, selbst wenn du Internet hast, musst du halt auf einmal mutterlangsam Auto fahren. Das ist so richtig. Ja, eben. Und vielleicht muss der Bus auch woanders hin. Das ist tatsächlich... Geil fand ich auch einen Typen, der geschrieben hat, hey Tommy, Lifehack, wenn man ein Date hat, einfach vorher zu DM oder Rossmann gehen und mit einem guten Parfüm einsprühen. Würde mich freuen, wenn das in der Sendung vorkommt. Also ich bin auf dieses Profil gegangen, der Typ fährt einen Mercedes SL, ist kein Witz, kein Scheiß. Und vor allem gutes Parfüm bei Rossmann ist auch...
Schwierig. Ja, mir hat einer sowas Ähnliches geschrieben, der meinte so, Lifehack einfach, auch wenn man ein Date hat, dann einfach mit einer schön riechenden Creme eincremen, weil dann riecht man gut. So, ja, das nennt man eincremen. Was ist das denn für ein Lifehack? So richtig wie so ein Gamechanger formuliert. So, kennt ihr den schon, Leute? Wenn du pissen musst, einfach mal ins Klo. Da muss gar keine Sauerei dann. Oh, da muss ich ganz kurz, da muss ich ganz kurz mein Fail der Woche einbauen. Oh Gott. Mein Fehler. Meine hat auch mit Pipi-Kaka zu tun. Ja, ich weiß. Nee, mein Erfolgserlebnis. Dein Erfolgserlebnis ist bedeutend schlimmer jetzt tatsächlich. Jetzt seid ihr gespannt, das war ja. Ein Cliffhanger. Also mein Fail der Woche, ich bin seit, glaube ich, 10 Tagen am Stück auf Tour und habe, glaube ich, in 8 verschiedenen Städten gepennt und entsprechend auch in 8 verschiedenen Hotels. Und so irgend vorgestern war das, also ich glaube die 7. oder 8. Nacht, irgendwann kennt man sich nicht mehr aus in dem Hotel, in dem man gerade ist. Und dann bin ich nachts aufgewacht, weil ich pissen musste. Und dann bin ich einfach so dahin gegangen, wo in dem Hotel die Nacht davor die Toilette war. Oh. Und dann stehst du da in Boxershorts im Dunkeln und probierst den Schrank zu öffnen. Ja. Und ich war richtig verzweifelt, weil der hatte so mehrere Türen. Ich dachte mir so, das war hier. Hier muss doch, wo ist denn das Klo? Und ich musste ja so doll pissen, dass ich davon aufgewacht bin schon. Und dann bin ich zum Bett zurückgerannt, habe mein Handy geholt, weil ich das Licht nicht anmachen wollte und habe dann die Handytaschenlampe und da habe ich einfach nur, hier, das ist einfach nur Schrank, einfach just Schrank. Aber hast du es gefunden oder da reingepinnt? Irgendwann war ich dann richtig wach und dann so habe ich halt mich umgeguckt, muss dann richtig das Licht anmachen, aber da war ich richtig so, weil ich so 4 Minuten einfach so an diesem Schrank wie so ein Pantomime habe ich diesen Schrank abgetastet. Warum hast du nicht das Licht angemacht? Ja, weil ich nicht wach werden wollte. Achso. Kennst du das nicht, wenn du so im... Ja. Das war mein Fail der Woche. Kennt ihr das? Ja, mein Fail der Woche ist auch witzig. Ich habe mir die Show von Felix angeguckt. Das war noch gar nicht lustig. Das klang also, als wenn das der Fail war. Ach so. Ah, du solltest meinen Job machen. Im E-Werk. Und ich war so halb hinter der Bühne, also nicht da, wo ihr alle gesessen habt, sondern direkt bei ihm. Und bin dann nach der Show ist er zum Merch-Stand gegangen, um noch Fotos zu machen und Autogramme zu schreiben und so weiter. Und dann bin ich auch dorthin, aber durch einen Hintereingang und dachte, ich wäre dann gar nicht in diesem Raum, wo du bist, wo die alle Menschen waren, bin durch so eine Tür und war plötzlich in diesem Raum. Und ich habe vergessen, dass ich in deinem Kosmos ja tatsächlich bekannt bin. Und das kommt ja sonst nicht vor, wenn ich in die Stadt gehe, erkennt mich ja niemand, aber in deinem Kosmos plötzlich gucken mich alle an wie so Eulen. Tommy! Und dann ich völlig schockiert und mach dann, ihr kennt das, ihr, wenn ihr aufmerksame Hörer seid, den Handytrick. So getan, als würde ich telefonieren, bin da so durchgegangen und dann kam direkt so eine Frau auf mich zu, Folge 8. Hat sie direkt gesagt, du kannst mir gar nichts vormachen. Und dann, ich kann auch nicht so gut schauspielern und habe dann nicht irgendwie so weitergemacht, so nee, was denn, sondern so, oh, fuck, ja scheiße. Und dann habe ich da eine Fotosession gemacht. Ja. Und ich bin ja auch noch so Rookie darin, ich versuche auf den Fotos noch gut auszusehen. Das ist, glaube ich, auch, du hältst, glaube ich, nur so einfach deine Fresse dahin. Ich mache noch so... Das ist ziemlich komisch. Ich glaube, du musst den Leuten jetzt auch dein Pipi-Kaka-Erfolgserlebnis der Woche sagen. Ja, das ist sehr unangenehm. Aber irgendwie auch nicht. Also ich habe in Dortmund gepennt und bin am nächsten Tag nach Köln gefahren. Die habe ich das noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Ich habe in Dortmund gepennt, musste nach Köln fahren zum Arbeiten. So. Habe am Abend vorher Chili con Carne gegessen. Ja. Habe ich dann dazu entschieden, vor der Fahrt mit dem Auto von Dortmund nach Köln, morgens im Berufsverkehr, Kaffee zu trinken. Und Kaffee wirkt bei mir immer relativ speziell morgens. Ein bisschen wie so ein braunen Pürierstab im Körper. Dementsprechend musste ich irgendwann mal auf dem Weg zwischen Dortmund und Köln auf die Toilette. Und es war dann sehr eilig. Also es war sehr eilig. Und habe dann irgendwann eine Raststätte gesehen. Hab mich gefreut, war dann aber nicht so eine Sanifair-Toilette, wo du 70 Cent zahlst und alles ist sauber, sondern so ein AIDS-Klo. Weißt du, diese ekligen, rot geklinkerten, ekligen Dinger. Und bin dann da rein und es war wirklich eilig. Also der Kopf der Schlange hat schon geguckt, wenn du so willst. Ich hatte schon die Marder im Keller. Du holst deine Ekelfolge, was? Ich hol mir die jetzt. Ich hol sie mir jetzt. So, den Mike liebt's. Der kennt das. Also ich hatte die Marder schon. Mike hört uns nur jede Woche, weil er wagt, jetzt kommt, diese Woche kommt sie, Alter. Diese Woche. Ich hatte schon die Marder im Keller, bin da hingerannt
Was ist das denn für ein prolliger Spruch, ja, Alter? Da muss man abgefeuert werden. Bin auf die Toilette gerannt. Die Maler im Keller? Sehe dieses, kennst du diese Klos, diese Edelstahl-Dinger sind das, ne? Diese ganz ekligen, die einfach fast im Boden eingelassen sind. Und dann gibt es ja Leute, die legen dann Papier aus, aber ich mache immer den Skispringer dann. Und der Skispringer hat das Problem, du siehst nicht, was hinter dir ist, und hinter mir war kein Klopapier. Also ich war dann fertig und dann so, fuck! Ich musste direkt zur Arbeit eigentlich von da aus, und das war einfach ein Riesenmalheur. Und plötzlich ist kein Scheiß. Plötzlich kommt von unten, weil ich habe so ganz laut Fuck gesagt, kommt von unten aus der Toilette daneben, also das Frauenklo, das will ich, das Frauenklo, so eine ganz tiefe polnische oder tschechische Stimme. Brauchst du Klopapier? Kein Witz, kein Witz. Und ich so, geil, ja, danke. Und dann war die Hand weg und ich habe nie wieder, also ich bin dann irgendwann rüber, ich hab den Typen auch gesehen, so richtiger Fernfahrer. Kein Problem. Und er hat mir dann halt auch den Lifehack gesagt, das stimmt wirklich, einfach immer Klopapier im Auto haben, eine Rolle Klopapier, man weiß nie. Das ist mein Erfolgserlebnis der Woche, war eine spannende Woche. Aber ganz kurz, es geht auch fast schon in Richtung verkopfter Lifehack, weil du rechnest ja, also selbst wenn du eine Rolle Klopapier im Auto gehabt hättest, ja. Hättest du sie ja in dem Moment nicht dabei gehabt, oder? Also du hättest es ja dann quasi im Telemark. Nee, aber jetzt weiß ich für die Zukunft. Aber willst du dann immer eine Rolle Klopapier mit aufs Klo nehmen, oder? Ja, klar. Das ist ein verkopfter Lifehack. Ja, stimmt. Das sieht aus, als wenn du Klopapier klaust. Da siehst du auch aus wie so ein tschechischer Fernfahrer. Das stimmt. Ich sage nicht, dass tschechische Fernfahrer Klopapier klauen. Ich aber. Ich glaube nur, dass es vorkommt. Auf jeden Fall hat er mir das Leben gerettet in dem Moment. Okay. Naja. Aber als Lifehack taugt es nicht, glaube ich. Dann nehmen wir Taschentücher. Können wir aufhören, über Scheißen zu reden gerade? Du hast damit angefangen. Das stimmt. So. Hast du nicht noch ein Erfolgserlebnis der Woche? Sagst du nicht so vorwurfsvoll? Ja, mach mal. Aber mein Erfolgserlebnis der Woche ist glaube ich, nicht so, bei mir kommen keine tschechischen Truckfahrer drin vor. Ich hatte einfach nur eine geile Show in Aachen. Ich hatte in Aachen, glaube ich, ich hatte vorgestern das war, glaube ich, wirklich die krasseste Show meines Lebens. Ich hatte, wann war das? Am Freitag, was denn jetzt? Am Samstag, glaube ich, den besten Auftritt meines Lebens. Das war ein absolutes Erfolgserlebnis, weil das war einfach perfekt. Warum? Weiß ich nicht, die Stimmung war brachial, die Leute, die da waren, waren mega aufmerksam, also es war nie irgendwie Getuschel und Unruhe, zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Und mit das Wichtigste, die Leute waren nicht clappy drauf. Die haben nur geklatscht, wenn wirklich offensichtlich eine Nummer zu Ende war und nicht einfach nach jedem Witz so, oh, das habe ich verstanden. Okay. Das passiert mir erstaunlich oft in Leipzig, ich weiß nicht. Leipzig ist richtig clappy. Das ist ganz komisch. Die sind so in Leipzig so, wir sind hier zum Klappen, habe ich mal gefühlt. Die wollen nicht lachen, die wollen einfach klatschen. So, ob da jetzt ich stehe oder weiß ich nicht. Rufen die Leute schon Pointen bei dir rein oder ist, weil die das Programm noch nicht kennen, das neue? Nee, die können die Pointen ja nicht kennen, außer sie waren schon bei anderen Hype-Shows. Das hat bisher noch nicht stattgefunden. Aber in dem alten Programm nicht? Doch, im alten Programm, klar, dann war man so Chibo, kommt das mit dem Chibo? einfach so einfache Leute und dann trotzdem dann nach dem Witz geklatscht. Einfach so richtig Worst-Case-Publikum, ey. Scheiße. Ja. Nee, aber meine Show in Aachen, die war super. Die anderen Shows waren auch geil, aber Aachen war nochmal so. Und am Tag davor war ich in Krefeld, im Seidenweberhaus, heißt es. Ja. Und ich kannte die Location nicht, ja. Und ich dachte, Seidenweberhaus, das wäre so ein geiles, eine altehrwürdige Seidenmanufaktur irgendwie, die jetzt umfunktioniert wurde. Aber das Krefeld gibt es nicht. Ja, das habe ich dann auch gelernt. Man sollte es das Heroinweberhaus nennen, tatsächlich. Es war wirklich einfach nur ein Brutalismusbau mitten in der Stadt. Wirklich, es war so ein, auch richtig verkopft, war so ein sechseckiger Bau und in dem Gebäude waren auch alle Symbole sechseckig, so ganz komische CI, die sich da zusammengerübt haben. Aber ist ja auch egal. Und wirklich rund um das Gebäude saßen wirklich nur Junkies. Es war wirklich, du kommst da an und ich dachte mir so, die fenstern aber früh da heute. Nur Junkies. Aber, Krefeld. Niederrhein ist eben ein bisschen tot. Ist Krefeld Niederrhein? Ich weiß es nicht. Teile von Mönchengladbach. Als ich in Krefeld gefragt habe, wie das Problemviertel hier heißt, haben die reingerufen, Krefeld. Ja, siehst du? Ja. Das ist hohe Arbeitslosigkeit. Oh. Wollen wir noch ein paar Fragen machen? Nee, lass über die Arbeitslosigkeit in Krefeld weiterreden. Das interessiert die Leute. Ja, na klar, damit können die Leute relaten. Wo ist hier der arbeitslose Student? Was war deine letzte echt unnötige Investition, die du bereut hast? Ich glaube, man bereut jede unnötige Investition. Das stimmt.
Also es so, geht so stark in Richtung Fehlkauf. Was war mein letzter richtiger Fehlkauf? Ganz kurz, andere These. Ich glaube übrigens, dass jeder Apple Watch ein Fehlkauf ist. Allein vom, oder? Vom Aussehen her, ne? Ja, vom allem her. Wer trägt denn Apple Watch? Ja, Leute, die es bereuen. Ich weiß es nicht. So Optimierer, Jogger. Na hier, so eine VWLer, Alter. So eine. Hast du eine Apple Watch? Siehst du? Kriegt er zu Weihnachten von seinem Papa, ich sag's dir, Alter. Direkt zu den Studiengebühren. Ja, nee, was war mein letzter richtiger Fehlkauf? Also, der, was mir gerade so einfällt, ich habe mir irgendwann mal eine GoPro gekauft, weil ich dachte, ich brauche eine GoPro und habe mir eine GoPro gekauft und habe die wirklich literally noch nie benutzt. Also wirklich noch nicht ein einziges Mal. Was war dein letzter richtiger Fehlkauf? Irgendwas, meistens irgendwas aus der Küche, oder? Sandwich Maker, Klassiker, oder? Das ist doch kein Fehlkauf. Boah, alle, hä? Vor allem Mike. nee, Sandwich Maker? Sandwich Maker? Benutzt du Sandwich Maker? Nee, ich hab keinen, aber. Ja. Aber wenn ich mir einen kaufen würde, dann wäre es kein Fehlkauf. Ja. Nee, ich keine Ahnung, ich benutze keinen. Okay. Ich stelle mal einfach noch eine Frage hier aus der bunten Tommy Schmidt-Pfanne. Oh, das ist mit dem Wodka. Ja, wir haben den noch nicht getrunken, wa? Ja. Wollen wir den jetzt trinken kurz, oder? Ja. Ich darf ja eigentlich nicht. Tommy wird's nicht. Das ist nicht so einfach. Aber ich habe in einer Cocktailbar gearbeitet und als Kellner. Ja, komm, trink ihn, Tommy, du brauchst den, komm. Ich bin krank, Felix. Ja, ich weiß. Viermal die Tour de France gewonnen. Boah, das ist schon eklig, Wodka pur, wa? Ein bisschen vergessen. Jedenfalls habe ich mal... Nach dem Sport, genau das Richtige. Ich habe bei der Cocktailbar gearbeitet und habe dann als Kellner und habe dann am Tisch die Bestellung aufgenommen. Und dann haben sie alle gesagt, halt ihre Bestellung so richtig laut, so quer über den Tisch gerufen. Und dann hat der Typ neben mir, also der neben dem ich stand, hat mich so angetippt und hat mich so zu sich runtergewunken und meint so, machst du mir einen Whisky-Cola, aber in einem ganz normalen Cola-Glas bitte, dass es keiner sieht. Und ich wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste nicht, ob er entweder auch fahren muss oder ob er trockener Alkoholiker war und niemand mitbekommen durfte, dass er das trinkt. Das war so mein Punkt. So. Okay, warte. Boah, das ist so eine richtige kringelige, runde Mädchenschrift. Ja, ich habe auch so schöne Schrift ist hier. Werden Abende wie heute die Inne... Ach, wecken! So, Tommy, jetzt ist eine gute Frage. Wecken Abende wie heute die innere Rampensau in dir, die nur darauf gewartet hat, freigelassen zu werden? Richtig verkopft in dem Bild weitergesprochen. Das hat auch Luke geschrieben, oder? Luke, die Frage und ich, Alter. Nein. Es gibt gleich noch Ärger. Das glaube ich nicht. Nein. Nicht? Macht das gerade gar nichts mit dir? Stell die Frage nochmal. Mann, Tommy, also es war ein bisschen, also, verkopft formuliert. Ja. Bist du jetzt angefixt von auf der Bühne stehen? Nee, ich mache das jetzt gerne. Also ich versuche jetzt mal nicht lustig zu antworten, sondern ich mach das gerne so zwischendurch mal, auch mit dem Podcast. Aber generell habe ich das ja schon aktiv gesucht, den Job hinter der Bühne. Das macht mir auch Spaß. Du kannst mit vielen verschiedenen Comedians und vielen verschiedenen Sendungen arbeiten und kommst viel rum, siehst viele Städte und es macht auch Bock. Kannst viel an Konzepten mitarbeiten, an wie eine Sendung ausgerichtet ist und so weiter. Da ist der erste wieder Luke. Macht mir jetzt Spaß gerade, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, geil, das ist es und jetzt bleibe ich drauf. Da wollte ich immer hin. Okay. Und du? Nee, ich plane langsam, mich zurückzuziehen. Ja. Ich merke einfach, dass es hinter den Kulissen besser für mich ist. Ja, ja, lies mal, komm, wir spielen ein bisschen Fragen-Ping-Pong. Greif mal rein an deine bunte Grabbelkiste. So. Alter, das ist meine Schrift. Die hat 100 pro ein Pferd, die das geschrieben hat. Ich hatte mal eine Mitschülerin irgendwie und die hatte so... Ja, und da... Ja. da waren wir so... Oh, ich weiß nicht, ob es... weiß nicht, welcher Kontext es war, aber es war irgendwas mit Schule und alle waren in so einem Raum, in so einem Gruppenraum. Nein, keinen schlechten Witz machen. Ja, Tommy. Okay. Und irgendwie mussten wir uns aber vorstellen oder sowas. Und dann meinte die Lehrerin, da war so eine Schülerin, die hatte so ein Pferdeportemonnaie und so ein Heft mit Pferdemotiven drauf und so auch Stifte so mit Pferdebildern drauf. Einfach so viel Pferd.
Ja. Thema Pferd. Und dann hat die Lehrerin so gesagt so, ach und du interessierst dich für Pferde? Und dann meinte sie so, nee, wieso? Komisch, okay, erzähl. So, nee. Kommst du darauf? Ja. Wenn du ganz alleine bist und dir keiner zuschaut, was tust du Peinliches, / Ekliges, was du nie zugeben würdest? Popeln oder alle popeln. Ja, in den Schrank pissen in Hotels, ich weiß es nicht. Ja. Ja, weiß ich nicht, ey. Ich singe tatsächlich gerne auch mal George Michael. Nein. Careless Whisper? Okay, na klar, Careless Whisper. Es gibt am Ende diese Stelle. Du hast es bis zum Ende. Ich habe noch nie mehr. Natürlich, am Ende wird es doch erst richtig emotional, Alter. Es geht doch nur um dieses Saxophon. Nein, oder? Das Saxophon ist doch das Schlechteste an dem Lied. Okay. Dann sing mal? Nein, das kann ich. Ich bin weder alleine noch. Okay. Noch bin ich alleine, ja. Nee. Aber vielleicht wird es irgendwann mal eine. Nein, wird es nicht. Hast du auch so eine Spotify-Liste, die du nur hörst, wenn du alleine bist? Ja, die also wir haben ja alle, glaube ich, so eine Spotify-Liste, die wir anmachen, wenn ein Besuch da ist. So, ich höre total geile Musik und bin sehr. Guck mal über den Tellerrand hinaus und dann sind alle weg. Winger Boys. Overground. Nee, ich hab, dafür schäme ich mich nicht, aber ich habe eine Oldies-Playlist einfach. Ja, Oldies ist kein ja, eben, Guilty Pleasure. Entschuldigung, dass ich. Ich höre sehr viel Eros Ramazzotti zum Beispiel. Oh, echt? Ja. Ich hatte mal zwei Kumpels, die sind einfach zusammen auf dem Eros Ramazzotti-Konzert gegangen. Also unironisch? Ja, ja. Also einfach zwei Jungs, so Anfang mega. 20. Mega. So, aber ich habe keine Ahnung, was der singt. Der könnte die ganze Zeit den Holocaust leugnen. Ich würde so mit dem Feuerzeug. Sebastas una buona canzone. Keine Ahnung. Ja, schneiden wir raus, ne? Wer weiß es? Italien war ein Ramazzotti-Witz wegen mir. Italien war ja an unserer Seite. Also so ist er nicht. Ja, entschuldig mal. An unserer Seite, voll. An unserer. Schade, dass wir es nicht gewonnen haben am Ende, ne? War ein enges Ding. Ein enges Ding da. Ja. Da müssen wir. Barbarossa, Stalingrad. Nein, nächstes Mal. Okay, die Frage ist irgendwie komisch, aber ich lese sie einfach mal vor. Nicht so wie die bisherigen. Ja. Tommy, könntest du theoretisch von hier aus nach Hause laufen, PS, nüchtern und von der Strecke her? Ich weiß nicht, was das PS aussagt, aber... Ja, klar, ich wohne ja in Köln. Ja. Was für eine Scheißfrage. Entschuldigung. Das ist keine Scheißfrage. Doch, es ist eine komische Frage. So, erzähl du. Eine machen wir noch. Wie lange ist es überhaupt? Wie lange machen wir denn überhaupt schon? Oh, schon wieder eine Stunde. Ich habe die Uhr noch nicht umgestellt. Es ist 10 Uhr, ich dachte gerade, das kann nicht wahr sein. Automatik oder Gangschaltung? Auf jeden Fall Automatik. Ja, in Berlin macht das Sinn. Nee, es macht generell Sinn. Ich habe irgendwie richtig lange am Konzept der, also jetzt gerade darf ich ja eh nicht fahren, aber richtig lang am, ja, ich habe ja richtig lang am Konzept der Gangschaltung festgehalten, weil ich mich irgendwie in meiner Männlichkeit angegriffen gefühlt habe, wenn ich nicht, ich dachte irgendwie, es wäre so, ja, ich kann das, ich mache das deswegen auch. Aber eigentlich ist Schalten scheiße. Es gibt wirklich keinen Grund, warum es noch Schaltfahrzeuge gibt. Die sind nicht mal mehr, also früher hat man ja auch gesagt, so, ja, die sind irgendwie energieeffizienter oder sowas. Stimmt, das ist alles nicht mehr. Kein Mensch kann so intelligent schalten wie so ein von fleißigen Chinesen designtes Automatikgetriebe. Wirklich? Ja. Ja. Weil du bist ein Schalter. Ja, aktuell ja, aber generell finde ich auch Automatik angenehmer, vor allem wenn es in den Stau oder so geht. Ja. Geil ist uns bei so einem Gespräch gerade 200 Leute zuhören. Ja. Das ich irgendwie. Können wir ganz kurz, das würde mich wirklich mal interessieren, können wir mal ein Stimmungsbild bekommen? Einfach mal melden, wer ist Team Schalter? Also jetzt aus Überzeugung oder aus finanziellen Gründen? Also schon die Hälfte und Team Automatik? Ja. Ich finde Automatik auch irgendwie cooler. Du bist 16, du darfst überhaupt noch nicht Auto fahren. Aber sie fährt ja mit. So, gut. Ja, Tommy, ich weiß es nicht. Ist irgendwie, was quatschen wir sonst noch? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwelche Kategorien vergessen? Was ist denn ein richtiger Lifehack? Ich habe noch einen Over- und Underrated-Hack, müssen wir noch machen. Ja. Hast du... Sollte ich auch einen Lifehack vorbereiten? Habe ich natürlich nicht. Ach nee, ich bin damit Lifehack. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe keinen. Hast du echt keinen? Nee, ich habe keinen, aber ich habe einen Overrated-Hack.
Ja, das war immer meine Kategorie. Ja, dann mach das doch. Wir können das doch beide machen, Tommy. Aber hat jemand für dich hier vielleicht ein Lifehack? Hat irgendjemand einen Lifehack, den er oder sie loswerden möchte? Bitte? Deswegen hören die da. Bitte. Irgendjemand einen Lifehack? Na, lass es, ihr könnt ja erstmal noch kurz drüber nachdenken. Und du kannst ja mal deinen, was ist dein... Ofen vorheizen. Völlig überbewertet. Völlig überbewertet. Leute, niemand macht das, oder? Niemand sollte das machen. Leute, die den Ofen vorheizen, raus aus Deutschland, würde ich fast sagen. Ja, ja, oder? Absolut. Absolut. Macht das, wer heizt den Ofen vor? Gott, ey. Ja, das sind die Schaltwagenfahrer, ich sag's dir. Ja, ja. Nee, Ofen vorheizen, totaler Quatsch. Das ist nichts. Ich habe auch noch einen overrated Hack. Und zwar Leute, die so telefonieren. Die das Handy hier zwischenklemmen. Das bietet keinen Vorteil, einfach so zu telefonieren. Ich finde, das... Oder so. Können Sie also so sprechen? Können Sie auch. Habt ihr eigentlich gesehen, was Tommy für eine verkopfte Handyhülle hat? Der hat so eine Akkulade-Handyhülle. Das Handy wiegt 7 Kilo tatsächlich. Wenn man hier drauf drückt, dann lädt das. Wow. It's amazing. Ich bin dann immer der, der abends noch die Instagram-Stories machen muss, wenn alle keinen Akku mehr haben. Sehr gut, Tommy. Dafür hast du die ganze Zeit einen Stein in der Hose. Hab ich sowieso. Ja. Entschuldigung. Stein in der Hose und die Maler im Keller. Weil hier ist richtig was los in der Hose, Alter. Eine geile Woche. Ja. Underrated Hack, Videotext. Nutzt außer mir niemand, aber macht es. Es ist schneller als das Internet. Die aktualisieren da alles viel schneller, die Fernsehsender und so weiter. Nutzt du Videotext? Ich nutze es, wenn ich irgendwas gucke und wissen will, was es gerade ist. Ja. Oder um zu wissen, wie lange es noch geht. Genau. Und das war's. Ich kenne auch die Tafeln noch alle auswendig. Videotext ist total geil. Hat auch noch jeder Sender, alles super. Du nutzt es gar nicht? Doch, wie gesagt. Wie gesagt, ich nutze es so. Tommy, ich würde sagen, wir müssen auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Nein. Was mich aber interessieren würde, haben sich denn Leute bei dir gemeldet? Weil Tommys Detektei ist ja zuletzt, hat ja zuletzt ein ziemlich dickes Ei aufgeklärt. H.P. Baxter ist eine Alien, hab ich bewiesen. Hast du bewiesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass daraufhin halt viele Leute kamen mit neuen Aufträgen. Ja. Soll ich mal gucken? Na, guck mal nach. Da was kam, in Tommys Detektei. Wollt ihr das denn überhaupt hören? Also wir haben ja bisher, es gab ja zwei Fälle bislang. Einmal haben wir hier bewiesen, dass Veronika Ferres, dass Chico als Veronika Ferres wiedergeboren wurde. Und dass H.P. Baxter ein Alien ist. So. Und ich wollte eigentlich beweisen, dass Felix Maddie entführt hat, aber das weiß ja schon jeder. Ist ja klar. Ja, das ist klar. Das bedarf keiner weiteren Beweise. Und dann schrieb mir der Instagram-User Fabian, aber bitte mit Arne, was nicht. Fabian hat mir geschrieben, Tommy, ich habe die Befürchtung, dass Felix kein richtiger Mensch ist, sondern aus dem Meer kommt. Und dann habe ich gedacht, das ist ziemlicher Quatsch. Genau, schenk lieber nochmal ein, das wird jetzt sehr weird. Das ist ziemlicher Quatsch. Und dann ist mir aber eingefallen, also immer wenn wir uns treffen, sagst du immer, gib mal ein Wasser. Gib mir auf jeden Fall erst ein Wasser. Dann wollte ich mal Essen bestellen, da hast du mich fast angeranzt, als ich Sushi bestellen wollte. Und dann habe ich mich an dieses breite Grinsen erinnert, das mich immer an so einen Walhai erinnert, als ich dich noch nicht kannte. Da habe ich immer gesagt, wer ist der mit diesem Walhai-Grinsen? Ja, Felix Lobrecht, ja, genau. Und dann habe ich mich, dann habe ich Lunte gerochen. Dann bin ich mal losgegangen und habe recherchiert in meine Detektei. Eigentlich wollte ich einen Trenchcoat mitbringen jetzt für die Rubrik, hab's aber vergessen. Dann habe ich mich daran erinnert, ich war mal Aquariumbesitzer und da gab es die. Hat hier jemand ein Aquarium? Keiner mehr, ne? Das ist ein mega uncool Aquarium. Kennst du so Assi-Familien im RTL 2 mit so einem Terrarium oder so ein. Egal. Mit so einer Echse drin. Ja, ja. Fliesentisch, Terrarium, Schrankwand mit so Clownspuppen drin und dann gib ihm. Also. Es gibt auch oft so Kiffer. Kiffer haben auch oft so eine einzelne, viel zu große Echse oder eine Schlange. Diesen viereckigen Ikea-Tisch, den alle Studenten-WGs haben, wo so einfach noch so ein bisschen Gras drauf rumliegt und so. Das hat gerade nichts damit zu tun. Ja, aber ist so. Okay. Es gibt die Krankheit Ichthyophthirius multifilis. Ist die bekannteste Fischkrankheit der Welt. Aquarienbesitzer kennen die, das ist diese Weißpunktkrankheit. International abgekürzt wird sie mit ICK. Ick. Kenn ich, sagt er immer. Natürlich kennt er das. So heißt sein erstes Programm, kenn ich.
Wie heißt denn der größte Futterhersteller für Katzen, der nahezu nur Fisch verwendet? Felix, genau. Dann kriegen wir dauernd Nachrichten zum Podcast, dass Felix immer so schnaufen würde. Und immer so. Und er sagt auch immer, er hat Atembeschwerden. Kein Wunder, wenn man eigentlich mit Kiemen auf die Welt kam. Kein Wunder, Felix. Das Gesicht fällt langsam. Das Gesicht fällt ist auch die völlig falsche Redewendung, ne? Die Maske fällt. Die Maske fällt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Wir haben schon mal Nachrichten bekommen. Du hast schon mal Nachrichten bekommen bei Instagram. Wegen deiner großen Pupillen, dazu muss man auch nichts weiter sagen, Fische, große Pupillen. Hallo? An welchem See machst du oft Urlaub? Chiemsee. Siehste? Siehste? So, in seinem Programm hatet er immer über den Mond, der für die Gezeiten verantwortlich ist und für Fische so semi-geil ist. Und über Dänemark habe ich nachgeguckt. Dänemark ist prozentual das Land, was am meisten für den Fischfang verantwortlich ist und die meisten privaten Angler hat. Kein Wunder, dass du die Scheiße findest. Ich habe mal bei ihm gepennt, dann habe ich geduscht. Kein Anti-Schuppen-Shampoo hat er. Kein Anti-Schuppen-Shampoo. Kein Anti-Schuppen-Shampoo. Welches Sternzeichen hat er? Nee, Steinbock leider. Nicht Fisch. Aber ich, wen hat er sich ausgesucht für den Podcast? Ein Wassermann. So, kann auch kein Zufall sein. Latein für Meer, Mare, davon ableiten die Stadt Marburg. Kein Wunder, dass er da studiert hat. Was hast du da nochmal studiert? Politikwissenschaften, wissen die wenigsten. Okay. Und das denken ja auch immer alle, das wäre ein Running Gag, aber denk mal an die Goldfische, die nur ein Gedächtnis von 3 Sekunden haben. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, Felix. Vielleicht ist es gar kein Gag. Ich sag's nur. Das Erkennungszeichen und Symbol des Christentums? Fisch. So, wann hast du Geburtstag? Weihnachten. So. Heiligabend. Die Schlinge zieht sich zu, mein Lieber. 1988 ist der junge Mann geboren. Im Jahr 88 ereignete sich der Hurricane Gilbert in den USA über dem Atlantik, der weite Teile der USA und Mexiko überflutet hat. Und ich glaube, das hast du genutzt, um da an Land zu gehen. Weil wo leben die meisten Lobrechts? Nicht in Deutschland, sondern in den USA. So. Da wohnen die meisten Lobrechts. Felix heißt Felix Manuel Lobrecht, abgekürzt FML. Komisch, dass FML auch die Friends of Marine Life sind, eine Freiwilligenorganisation, die sich für die Auswilderung von Fischen verantwortlich zeigt. Da fällt mir glatt das Papier runter. Es wundert mich auch nicht, dass du direkt das Thema Wahl vorhin angesprochen hast. Ich habe gehofft, dass du das tust. Sein Lieblingsfilm ist die Ocean's 11-Reihe. Als ich vorhin bei ihm ins Auto gestiegen bin, kein Witz, lief Cry Me a River, das habe ich gerade noch aufgeschrieben. Und ist der einzige Mensch, der, oh Gott, der ist so schlecht, der Witz. Ist der einzige Mensch, der entspannt bleibt, wenn es irgendwo kein Netz gibt. Eieieiei. Ihr fragt euch jetzt, warum er so breit ist. Fische sind doch nicht breit. Ach nein. Dann nehmen wir schlussendlich nochmal den Namen. Felix Manuel Lobrecht. Daraus kann man folgendes Wort bilden. Nehmen wir das M-A-N von Manuel, das T von Lobrecht, das R und O aus Lobrecht, das C und H aus Lobrecht, das E aus Felix und das N aus Manuel. Dann haben wir das Wort Mantrochen. Da fehlt jetzt ein A. Ich weiß, scheiße. Hat mich auch mega geärgert. Aber da ist mir der Thunfisch eingefallen, der überall Tuna heißt, aber in Deutschland einfach Thunfisch. Also lassen wir da auch einfach das A weg. Dann gab es mal einen Menschen, der angeblich, mehr, ist kein Scheiß, der mehr, also das ist wahrscheinlich Scheiß, aber er behauptet es, er mal mehr Jungfrauen und Männer gesehen haben soll. Erhard Bätzner heißt der Mann, hat eine Abhandlung drüber geschrieben. Und er beschreibt sie äußerlich wie folgt. Sie haben einen flaumartigen Körper. Haben wir beide. Sie haben einen Gesichtsausdruck von bezaubernder Schönheit. Lichtblaue Augen, auch, und ihr Haar ist dunkelblond. So. Aufmerksame Zuhörer denken jetzt, ja, der ist ja in den USA an Land gegangen. Wie ist er denn nach Deutschland gekommen? Ich glaube ja, du bist obenrum nach Deutschland gekommen, nämlich über Finnland, durch den Fluss Laioki, der direkt in die Ostsee mündet, wie ich darauf komme. Der Laioki liegt direkt an der Stadt Pyhe. Da mündet der Fluss direkt in die Ostsee Richtung Deutschland. Und was ist ein Anagramm von Pyhe? Hype. Und wie heißt sein neues Programm?
Hype. Fisch! Der Fall ist geschlossen. Fisch. Ich glaube, ich brauche noch was. Ja, Leute. Fabian, Fall ist gelöst. Kannst wieder schlafen gehen. In diesem Sinne. Das war Gemischtes Hack Live, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das war Gemischtes Hack Live. Mein Name ist Felix Lobrecht. Das ist Tommy Schmidt. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Applaudiert nochmal für euch selber, dafür, dass ihr alle da wart. Los, Applaus. danke an alle Hackies, die zu Hause zugehört haben. Wir lieben euch alle. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Ich habe was vergessen. Ich habe nämlich neuen Hitler-Content. Mega. Okay, ich habe mich alle so gefreut darüber. Ich habe ja darüber berichtet, dass die Bild hat ja den Großneffen von Adolf Hitler besucht, der mittlerweile ja ganz anders heißt, aber die haben den einfach im Artikel konsequent Hitler genannt. Nach wie vor großartig. Und da kamen dann so tolle Sätze vor wie Hitler fährt Hyundai. Und das war eine Reportage, wir klingelten, Hitler macht uns auf, er trägt kurze Hose. Da haben wir uns ja sehr darüber kaputt gelacht. Recherchiert, es gab schon mal so einen Nachfahren von Hitler aus Görlitz. Und da hat auch die Bild darüber berichtet und auch natürlich den Namen Hitler einfach verwendet. Zwei Abschnitte sind fantastisch. Seit 2012 ist Hitler in Görlitz gemeldet, zog aus Bingen am Rhein an die deutsche Ostgrenze. Laut aktuellem Jobcenter-Bescheid des Landkreises Görlitz bezieht Hitler monatliche Leistungen von 649 Euro zum Lebensunterhalt. Miete bekommt Hitler inklusive. Zum Leben bleibt da nicht viel, sagt Hitler. Ich friste mit diesem Namen mein Dasein lieber anonym im Untergrund. Bis auf die Taubheit im rechten Ohr geht es mir körperlich sehr gut. Hitler hält sich mit Hanteln fit. Was stellen wir Hitler auf im Fitnessstudio vor? Stepper oder so. Hitler auf dem Stepper. Ich gebe Gas. So. Nur, der letzte Satz. Nur mit seinem Führerschein kann der angebliche Nachfahre des Führers nicht mehr viel anfangen. Hitler wurde das Auto geklaut. Wo hast du es her? Hast du ein Eros Ramazzotti-Lied übersetzt? Nee, immer wenn es neuen Hitler-Content gibt, bitte mir schicken. Ich bin großer Fan. Von dem Content oder von Hitler? Egal. Ja. Danke, dass ihr alle hier wart. Das war Gemischtes Hack Live. Schönen Abend euch. Ciao. Vielen Dank. Ciao.